Ja, herzlich willkommen zu einer Sondersendung hier bei Allgäu TV, einer Sondersendung zu einem richtig besonderen Ereignis eigentlich, ne? Ganz genau, denn es ist wieder Allgäuer Presseball, das gesellschaftliche Ereignis im Allgäu zum 59. Mal hier in Kempten. Viele Musik, schöne Kleider, schicke Anzüge und 1000 gut gelaunte Gäste. Genau, ich finde, wir sehen auch ziemlich gut aus heute. Haben es mal wieder in Schale geschmissen. Kann man so sagen, ja. Und was sonst noch los ist, wer hier über den roten Teppich läuft, was hinter den Kulissen passiert, das werden wir heute alles klären. Und genau da fangen wir jetzt auch an, hinter den Kulissen. Normalerweise sagt man ja immer, jede gute Party endet im kleinen Kreis in der Küche. Beim Presseball ist es genau andersrum. Wir fangen mal in der Küche an. Stimmt doch, Daniel, oder? Ganz genau, so sieht's nämlich aus. Und während Boris und Bianca jetzt erstmal richtig noch was schaffen müssen, da kümmere ich mich schon direkt mal ums Essen. Und das wird heute von niemandem geringeren wie Christian Henze serviert. Christian. Hi. Was hast du uns heute Schönes vorbereitet? Tada! Zwei Teller. Einmal die Hauptvorspeise hier. Das ist ein ganz besonderer geräucherter Lachs mit einer Sesamcreme, Trüffel und einem besonderen Thunfisch, ein Sakoblock. Das ist die Hauptvorspeise, gefolgt von der nicht weniger guten vegetarischen Variante. Ein Gemüsetartar, eine Hummuscreme, ein bisschen geräucherten und getrüffelten Parmesan und ein bisschen Salat. Schaut sehr gut aus. Wie oft warst du schon beim Presseball hier? Ich glaube, ich darf den Presseball als Partner und Caterer bedienen seit 10 Jahren in etwa, schätze ich mal. Okay, und da fällt dir immer wieder sowas Kreatives ein. Wie lange muss man da rumüberlegen, bis man sowas dann wieder im Kopf hat? Ja, in der Tat, da muss man sich wirklich gut Gedanken machen, weil der Teller muss ja auch ein Weilchen stehen, es muss der Masse schmecken, er muss in einer gewissen Art Mainstream sein und eben auch die Exklusivität widerspiegeln, die das Allgäu verdient hat. Was sind denn gerade so, gibt es denn gerade bestimmte Food-Trends, die du hier jetzt oder auch in anderen Speisen des heutigen Abends irgendwie mit eingebaut hast? Oder? Ja, also ein Food-Trend ist ganz klar, also auch Gesundheit, Regionalität, Geschmack, eine unkomplizierte Zubereitung und vielleicht nicht zu aufwendig. Okay, gut, ich glaube, wir haben auch tatsächlich genug geredet, weil mir läuft die ganze Zeit schon das Wasser im Munde zusammen. Darf ich probieren? Ja. Wir sind in der Küche und das ist der Löffel, den es gibt. Alles klar. Hast du Hunger? Ja, ich habe Hunger. Alles klar. Dann, ich weiß nicht, dann probiere ich es jetzt mal. Wir halten es mal so. Jo. Also erzähl mir nochmal genau, was das jetzt ist. Das ist ein Lachs, ein Thunfisch und eine Trüffelcreme. Ja, ein paar Croutons, ein bisschen Kresse. Und jetzt Achtung, 3-to-1. Wir haben die Fronten gewechselt von Moderator zu ganz Koch. Genau. Und mit vollem Mund spricht man nicht. Nee, schmeckt sehr gut. Ich finde den Crunch mit den Croutons, den finde ich sehr gut. Das ist im Übrigen auch ein ganz wichtiges Detail der guten Küche, die Textur, sprich Crunch, fein, cremig, knusprig, fest, warm, kalt. Wenn die Faktoren in einem Gericht vereint sind, dann ist es gut. Ich muss jetzt relativ viel sprechen, weil der Moderator den Mund voll hat. Das ist aber nicht so schlimm. Das ist das, was ich neben Kochen auch noch einigermaßen kann. Sehr gut, ich glaub's mir mal wieder. Mit vollem Mund spricht man nicht und bei dem großen Löffel muss ich natürlich noch zuschlagen. Hier ist jede Menge los, aber ich könnte mir vorstellen, dass am roten Teppich bei Boris auch jede Menge los ist. Und ich habe jetzt sowieso hier was zu tun, von daher, ciao. Ich auch. Ja, der rote Teppich ist natürlich so ein bisschen das Zentrum von so einer Veranstaltung, zumindest bis die Tanzfläche in den Fokus rückt. Hier kommt man an, hier wird man gesehen, hier sieht man auch die anderen, das ist ja auch ganz wichtig. Und ich frage mal rum, was denn so die Erwartungen sind an den heutigen Abend und vielleicht gibt es ja sogar ein paar Wünsche. Also ich freue mich natürlich sehr, dass der Allgäuer Presseball wieder stattfindet. Das ist das Event, nicht nur für Kempten, sondern für das ganze Allgäu und darüber hinaus. Und die Stimmung ist ja jetzt schon wunderbar. Müssen Sie dann schon zum Presseball gehen, um Ihren Mann überhaupt mal zu sehen? Ja, fast in der Richtung ist es schon so, aber genau, er ist ja für diese Position hervorragend geeignet und ist da in der Welt jetzt unterwegs für Bayern. Und insofern kann ich ein bisschen zurückstehen und verzichten, er kommt ja ab und zu nach Hause. Das ist aber nett. Sie kommen schon noch ab und zu nach Hause? Ab und zu komme ich nach Hause, sehr gerne. Kann man auch bei solchen Anlässen mal abschalten oder geht es dann, wenn man mit den Kollegen an einem Tisch sitzt, doch wieder um die Politik? Na ja, gut, also das eine oder andere wird natürlich vielleicht so mal am Rande besprochen, aber eigentlich geht es schon auch ja, darum, miteinander ja, zu feiern, Freude zu haben. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann kritische Themen miteinander bespricht, nee.
Grüezi miteinander. Grüezi. Sie sind extra aus der Schweiz hergekommen. Ja, selbstverständlich. Wie kommt das, dass das so ein großer Widerhall auch in der Schweiz? Wir kennen es einfach von der Gegend her und das Allgäu ist einfach so schön. Sind Sie nicht ein bisschen jung für den Allgäuer Presseball? Doch, ein bisschen. Wie hoch oder wie niedrig sind denn die Erwartungen dann? Sehr hoch. Ja? Ich habe hohe Erwartungen, ja. Ja, jetzt wird es so langsam ein bisschen ruhiger auf dem roten Teppich. Und wenn Sie genau hingehört haben, dann haben Sie vielleicht im Hintergrund Musik gehört. Und die kam nicht vom Band, sondern die wurde live gespielt. Und Daniel Stoppel ist jetzt bei demjenigen, der die ganze Zeit schon den roten Teppich musikalisch untermalt. Der Mann macht, glaube ich, auf jeden Fall Stimmung. Christian Gastel, du bist hier heute zuständig für die gute Musik, so am Rande, hier am roten Teppich. Die erste Frage, was hast du hier heute für Lieder mitgebracht? Machst du das komplett